Servus und willkommen zu einem neuen Video. Ja, nach langem mal wieder ein kommentiertes Video zu Wagen 43. Es kam jetzt ja schon länger nichts mehr zum Bus. Und mich haben ja auch unter den letzten Videos schon ein paar Leute gefragt, ob der Bus überhaupt noch existiert. Und es hat halt trotzdem nicht jeder Facebook oder Instagram. Deswegen dachte ich, mache ich mal kurz ein Video dazu, wo ich euch einfach mal einen kurzen Stand gebe, was jetzt mit dem Bus eigentlich ist. Und warum halt auch die letzten Wochen oder Monate so wenig gekommen ist. Ich meine, ich habe es in den letzten Videos auch schon oft gesagt. Ich sage es aber halt einfach nochmal. Es ist die letzten 1,5 Jahre bei mir viel passiert. Ich habe mich beruflich ein bisschen verändert, also intern in der aktuellen Firma. Aber ich musste halt trotzdem komplett neu angelernt werden. Ich musste Schulungen machen. Das hat man halt einfach gemerkt. Wenn man dann von der Arbeit heimkommt, man war halt einfach fertig. Und dann habe ich halt 2 Monate, bevor ich diese Berufsumorientierung gemacht habe, habe ich noch meinen Meister in Teilzeit angefangen. Das heißt, ich hatte jeden Freitag von 17 bis 21.15 Uhr und jeden Samstag von 8 bis 17 Uhr Schule. Und das merkt man halt einfach auch, ne? Ich meine, man hat dann zwar trotzdem immer noch den Sonntag frei, aber man braucht dann noch einfach mal Zeit, um abzuschalten. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe in dieser Zeit die Lust am Bus total verloren. Also nicht die Lust daran, den Bus zu besitzen, aber halt einfach was zu machen. Und deswegen ist halt auch einfach so wenig auf den YouTube-Kanal gekommen, weil ich einfach keinerlei Motivation mehr hatte, dann noch irgendwie Videos oder sowas zu drehen. Und wenn ich mal eine Motivation hatte, dann habe ich es halt gemacht. Deswegen kamen ja ab und an auch so OMSI-Dashboard-Cam-Videos. Aber wie gesagt, es kam ja auch kein richtiges Update zum VDV oder halt jetzt eben auch nichts mehr zum Neoplan. Und Stand ist jetzt halt einfach der, ihr seht selber, in dem Bus sieht es ein bisschen aus wie Sau, das weiß ich selber. Die Seitenwände, das habt ihr im letzten Video schon gesehen, vor 1,5 Jahren, dass wir die abgemacht haben. Ich musste jetzt hier aber zum Beispiel auch einen Boden rausnehmen, weil ich da einen Träger hatte, an dem wir schweißen mussten. Und ja, der Boden ist halt zum Beispiel auch nicht in 10 Minuten ausgebaut. Aber ich zeige euch jetzt auch einfach mal die unschönen Stellen an so einem Fahrzeug, weil das, da habt ihr auch das Recht dazu, das zu sehen. Zum einen haben wir halt jetzt hier zum Beispiel die Stelle, wo halt neu geschweißt worden ist, da haben wir jetzt komplett neues Rechteckrohr drin, weil das alte halt komplett durchgerostet war. Also ähnlich wie es hier auf der Seite ist, war es hier unten halt auch. Von dem Rohr war fast gar nichts mehr da. Man hat es von unten sehr gut gesehen und man hat es halt auch obenrum gemerkt, wenn man auf dem Boden gelaufen ist, dass der an der Stelle halt einfach immer so ein bisschen weggesackt ist. Und ja, wie gesagt, es musste getauscht werden, um es halt auch ordentlich zu machen. Ich meine, man hätte auch sagen können, man verschweißt nur vor 3 Seiten, wäre aber halt irgendwo Pfusch. Haben wir halt gesagt, machen wir den Boden raus. So, Nachteil an der Aktion ist natürlich, dass der komplette Bodenbelag jetzt auch raus muss. Ich habe zwar den Boden so ausgebaut, dass ich den alten Belag wieder verwenden könnte. Also das Holz muss ja eh neu gemacht werden, aber halt den Belag zumindest, dass ich den wieder verwenden könnte. Aber ich hätte dann zwischendrin immer so Silikonnähte, was halt auch scheiße aussieht. Und ihr seht es ja auch selber hier durch Schleifen, durch Flexen. Man hat den ganzen Dreck da drauf. Und ja, es waren dann zwischenzeitlich auch mal ein paar Kanister von 47 mit Flüssigkeiten da drin gelagert, die dann auch ein bisschen ausgelaufen sind. Es ist zwar nichts auf dem Boden gelaufen, also jetzt raus aus dem Bus, ne? Aber halt hier der komplette Boden ist halt versaut. Und deswegen, das muss dann alles neu gemacht werden und auf kompletter Länge muss eigentlich der Bodenbelag raus. Aber Fakt ist halt, so ein Fahrzeug ist einfach 25 bzw. 26 Jahre alt und das sieht man halt einfach, ne? Und es ist an dem Bus noch immens viel Arbeit, das weiß ich selber, aber es kann kommen, was wolle, wir ziehen dieses Ding durch. So, ich meine, wir haben jetzt schon so viel Geld in den Bus reingesteckt, sowohl in die Karosserie als eben auch ins Technische und das Geld kriege ich ja nicht mehr zurück so. Ich meine, den Bus jetzt auch gerade so in dem Zustand würde so auch keiner mehr nehmen. Aber es ist halt trotzdem irgendwo auch mein Traum, mit dem Bus später mal durchs Land zu fahren, durch die Stadt zu fahren. Es ist irgendwo mein Traum. Und ja, wie gesagt, man sieht, dass es immens viel Arbeit ist. Weiß ich selber, wirklich. Ist jetzt auch kein hohles Gerede von mir. Ich weiß, wie viel Arbeit es ist. Gerade auch am Unterboden. Aber am Unterboden zum Beispiel haben wir halt auch jetzt so viel die letzten Tage und Wochen geschafft. Und ich werde jetzt auch nochmal die Instagram bzw. Facebook-Links vom Projekt mit reinpacken, dass ihr euch das einfach auch mal angucken könnt, was jetzt genau alles passiert ist, weil ich es halt im Video nicht zeigen kann, weil ich jetzt schlecht unter das Fahrzeug gehen kann. Aber wir haben halt teilweise schon Teilbereiche komplett fertig, wo komplett rostfrei und auch lochfrei sind, wo wir halt neue Sachen eingeschweißt haben. Und jetzt kommt halt der mittlere Bereich dran, wo es halt wirklich extremst ist, wo viele Löcher sind, was aber halt auch alles im Rahmen des Machbaren ist. Und wie gesagt, technisch muss man einfach sagen, ist der Bus halt trotzdem fürs Alter in einem sehr guten Zustand. Hat ja auch die Dekra gesagt, es ist halt wirklich bloß die Karosserie. Und deswegen ja, wie gesagt, wird es da halt jetzt Stück für Stück weitergehen. Aber ich werde mich da jetzt auch nicht hetzen lassen von irgendjemandem. Solange wie es dauert, dauert es halt. Ja, in diesem Zuge, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, Servus und Tschüss.